Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Anleitung. Heute werden wir zusammen diesen Spitzkragen häkeln, den wir dann ober einer Bluse, einem Pullover oder einem Kleid tragen können, um unser Outfit mit etwas Originalem, selbstgehäkelten verschönern zu können. Wir können diesen Spitzkragen für jede Größe machen. Dazu braucht ihr nur euer Maßband, um euren Hals zu legen und dann die Luftmaschen anschlagen, bis ihr die gemessenen Zentimeter erreicht habt. Ich blende euch jetzt aber eine Tabelle ein, wo ihr die Zentimeter für jede Größe findet, solltet ihr den Spitzkragen nicht für euch, sondern für jemanden anders machen wollen. Also für unseren Spitzkragen können wir jedes Garn verwenden, Baumwolle, Acrylwolle. Ich werde heute mit dieser 100% ökologischen Baumwolle arbeiten. Die dazu passende Häkelnadel, in meinem Fall ist es die Häkelnadel der Stärke Nummer 3. Ihr werdet die Häkelnadel an euer Garn anpassen. Wir brauchen auch noch eine Schere, eine Wollnadel, ein Meterband und einen Knopf. Also für das heutige Muster brauchen wir eine Maschenanzahl, die teilbar durch 4 ist. Also werden wir jetzt Luftmaschen anschlagen, bis wir die gewünschten Zentimeter erreicht haben. Allerdings muss die Zahl, wie gesagt, teilbar durch 4 sein. Wir machen eine Anfangsschlinge und beginnen unsere Luftmaschen zu machen. 1, 2, 3, 4, bis wir dann eben unsere gewünschten Zentimeter erreicht haben. So, ich habe jetzt 80 Luftmaschen angeschlagen, die mir eine Länge von 37 cm geben. Wir halten jetzt den Daumen auf die letzte Luftmasche und machen noch zusätzlich 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann gehen wir hier in die erste der 6 Luftmaschen hinein und machen eine feste Masche. Und somit haben wir hier unser Knopfloch gemacht. Also wer das Knopfloch größer möchte, kann natürlich statt 6 Luftmaschen 7, 8, 9 Luftmaschen machen. Und jedes Mal wird in der ersten Luftmasche eine feste Masche gemacht. Diese feste Masche werden wir beim Rückarbeiten arbeiten. Deswegen haben wir jetzt eine Maschenanzahl von 4 plus 1. Wir gehen jetzt mit der Nadel in die nächste freie Masche hinein und machen eine feste Masche. In die Masche danach eine feste Masche. In die nächste freie Masche eine feste Masche. Wir machen jetzt in jeder freien Masche eine feste Masche, bis wir am Ende angekommen sind und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann die Reihe mit den festen Maschen beendet haben, machen wir 2 Luftmaschen und wenden unsere Arbeit. Also diese 2 Luftmaschen stehen für unser erstes Stäbchen. Wir holen jetzt den Faden auf die Nadel, überspringen die nächste freie Masche, gehen in die Masche danach und hier machen wir ein Stäbchen, eine Luftmasche und in die gleiche Einstichstelle ein zweites Stäbchen. Also haben wir hier in dieser Masche ein V gemacht. Faden auf die Nadel. Wir überspringen die nächste Masche, gehen in die Masche danach und machen hier ein einzelnes Stäbchen. Wir überspringen die nächste Masche,
gehen in die Masche danach. Und hier werden wir wieder ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein weiteres Stäbchen in die gleiche Masche machen. Wir überspringen die nächste Masche, gehen in die Masche danach und hier kommt ein einzelnes Stäbchen. Wir überspringen die nächste Masche, gehen in die Masche danach und hier machen wir wieder unser V, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein zweites Stäbchen in dieselbe Masche. Dann überspringen wir die nächste Masche, gehen in die Masche danach und machen unser einzelnes Stäbchen. Das machen wir jetzt, bis wir am Ende der Reihe angekommen sind und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann unser letztes V gemacht haben, bleiben uns noch zwei Maschen übrig. Wir überspringen die nächste, gehen hier in die letzte hinein und machen unser letztes Stäbchen und haben somit diese Reihe beendet. Eine Luftmasche und wenden die Arbeit. Wir gehen hier gleich in unser erstes V hinein. Wir holen die Schlinge auf der Nadel und machen ein Stäbchen, ein zweites Stäbchen, eine Luftmasche und dann weitere zwei Stäbchen, eins und noch eins, alles im selben V. Faden auf die Nadel. Jetzt haben wir hier das Stäbchen der Vorrunde und hier machen wir dann immer ein halbes Stäbchen. Dann kommt unser nächstes V und hier machen wir wieder zwei Stäbchen, eins, zwei, eine Luftmasche und weitere zwei Stäbchen, eins und zwei. Faden auf die Nadel, auf das Stäbchen der Vorrunde kommt ein halbes Stäbchen. Dann gehen wir wieder zum nächsten V und hier machen wir wieder zwei Stäbchen, eine Luftmasche und weitere zwei Stäbchen. Und auf das nächste Stäbchen kommt ein halbes Stäbchen. Und das machen wir jetzt, bis wir am Ende angekommen sind und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann am Ende angekommen sind, schließen wir diese Reihe, indem wir hier in die zweite Luftmasche einstechen und eine feste Masche machen. Und somit haben wir auch diese Reihe beendet. Also wer diesen Spitzkragen für ein Baby oder ein paar Monate altes Baby machen möchte, kann jetzt hier die Arbeit mit einer Kettmasche abschließen, weil die Höhe erreicht ist, die wir für diese Größe brauchen. Wir hingegen machen eine Luftmasche, wenden unsere Arbeit und hier haben wir diese Fächer der Vorrunde, die aus zwei Stäbchen, einer Luftmasche und zwei Stäbchen entstanden ist. Wir gehen hier in der Mitte, holen erst den Faden auf die Nadel und arbeiten über jedem Fächer einen weiteren gleichen Fächer. Wir machen also ein Stäbchen, ein zweites Stäbchen, eine Luftmasche und weitere zwei Stäbchen und das alles in denselben Fächer.
Faden auf die Nadel, dann haben wir hier unser halbes Stäbchen und auf das halbe Stäbchen machen wir auch in dieser Reihe immer ein halbes Stäbchen. Dann kommt unser nächster Fächer und hier arbeiten wir wieder zwei Stäbchen, eine Luftmasche und weitere zwei Stäbchen. Über das halbe Stäbchen der Vorrunde kommt wieder ein halbes Stäbchen. Dann der nächste Fächer und auch hier wieder zwei Stäbchen, eine Luftmasche und weitere zwei Stäbchen. Und über das halbe Stäbchen der Vorrunde ein halbes Stäbchen. Also wie ihr gesehen habt, über den Fächern der Vorrunde kommt ein Fächer, der immer aus zwei Stäbchen, einer Luftmasche, zwei Stäbchen besteht. Und über dem halben Stäbchen der Vorrunde setzen wir auch in dieser Runde ein halbes Stäbchen. Und das machen wir jetzt, bis wir am Ende angekommen sind. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann unseren letzten Fächer gemacht haben, beenden wir diese Reihe, indem wir in die Luftmasche einstechen und eine feste Masche machen. Wir machen eine Luftmasche, wenden unsere Arbeit, beginnen jetzt unsere letzte Reihe. Also hier haben wir unseren Fächer der Vorrunde. Hier haben wir dieses kleine Löchlein, diesen Zwischenraum, der durch die Luftmasche entstanden ist. Und jetzt werden wir hier in den Zwischenraum jeder der Fächer 5 Stäbchen hineinmachen. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Dann kommt unser halbes Stäbchen der Vorrunde und auf das halbe Stäbchen kommt diesmal in dieser Runde eine feste Masche. Dann gehen wir wieder in den Zwischenraum des nächsten Fächers und machen hier wieder unsere 5 Stäbchen. 2, 3, 4 und 5. Über das halbe Stäbchen der Vorrunde eine feste Masche. Dann wieder unsere 5 Stäbchen in den Zwischenraum des nächsten Fächers. 3, 4 und 5. Und dann eine feste Masche über das halbe Stäbchen der Vorrunde. Und das machen wir jetzt, bis wir am Ende angekommen sind. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn wir dann unsere letzten 5 Stäbchen gemacht haben, schließen wir diese Reihe, indem wir hier in die erste Luftmasche einstechen und eine Kettmasche machen. Dann lockern wir den Faden, schneiden diesen etwas länger ab, ziehen uns den Faden durch, holen uns jetzt unsere Nähnadel zur Hand und werden die Fäden im Inneren der Maschen verstecken. Auf der linken Seite werden wir hier durch den Maschen gehen. Dann können wir diesen Faden abschneiden. Und wenn wir dann unsere Fäden vernäht haben, holen wir uns einen dünneren Faden und werden hier
Hier haben wir das Knopfloch auf dieser Seite. Hier gegenüber werden wir den Knopf mit Nadel und Faden annähen. Und wenn wir dann auch den Knopf angenäht haben, ist unser Spitzkragen auch schon fertig. Ich finde es ein schönes, tolles Projekt. Wir können es mit vielen Farben machen, weiß und schwarz für eine elegantere Kleidung wie Bluse oder Kleid, farbig für sportliche Kleidung wie T-Shirts oder Pullover. Ich hoffe, die Anleitung hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns das nächste Mal wieder.